Die Waschstraße, perfekt für unser Battle. Zwei Pärchen, eine zugemüllte Karre. Wer wühlt sich schneller durch den Dreck und staubt eine Gratiswäsche ab bei Wash and Win? Ihr müsst einfach nur 15 Gegenstände aus einem verwüsteten Auto raussuchen. Habt ihr Bock? Ja, machen wir. So ein richtig verwüstetes, zugemülltes Auto? Ey, das können wir. Ja, so Angela, das türkische Traumpaar, siegeshungrig. Doch auch Kim und ihr bester Freund Nikolai wollen die Challenge rocken. 15 Gegenstände versteckt unter Müll und Dreck. Der Weg zur Gratiswäsche führt durch diese Drecksschleuder. Ja. Ah, das schafft man. Locker. Ich meine, wir sind Sportstudenten, wir haben immer den Ehrgeiz zu gewinnen. Aber auch einen fairen Kampf. Los geht's. Kim muss sich diese Gegenstände auf der Tafel merken und ihrem Freund aus dem Gedächtnis durchgeben. Über eine Kopfkamera kann sie Nikolai beobachten und herumkommandieren. Ich sehe da hinten eine Wäscheklammer. Ja, ich habe einen Lippenstift. Nimmst du. Lippenstift ist geil. Guck mal nach Schmerztabletten, weil du bist ultrakrank, du brauchst Schmerztabletten. Komm, Nikolai, beweg dich mal ein bisschen da durch. Ja, genau. Geht's noch langsamer? Teelicht. Feuerzeug, Teelicht, Schmerztabletten. Feuerzeug hab ich. Schnell, hier ist es gleich zu Ende. Guck nochmal schnell durch, nach Teelicht, Schmerztabletten. Komm nach vorne. Ob Kim wohl zufrieden ist? Ja, läuft bei dir. Hast dich auf jeden Fall angestrengt, das merke ich. Ja. Jetzt erstmal sortieren. Sachen, die nicht auf der Tafel standen, zählen nicht. Dann geht's weiter mit Team 2. Konzentration, Yasa, denn die Gegenstände sind schnell wieder weg. Guck mal auf den Boden, da liegen ganz viele Sachen. Radiergummi kannst du reinmachen. Traktor. Nein. Guck mal, am Gurt ist da was dran. Da, wo das Bändchen. Jo, mach das mal da rein. Nicht schlecht, aber die Zeit wird knapp. Alles muss raus. Was hast du noch? Gibt's noch irgendwas ganz schnell? Letzten 10 Sekunden, komm. Geschafft. Jayla ist trotzdem ganz schön mitgenommen. Das ist so heiß. Gut gemacht. Hat sich die Mühe gelohnt? Das Ergebnis. Pärchen 1 hat 12 von 15 Gegenständen gefunden und Pärchen 2 leider nur 9 von 15. Alles richtig gemacht. Hochmut kommt vor dem Fall. Na, da ist aber jemand mächtig enttäuscht. Neidische Blicke der Verlierer gibt's heute gratis und die Autoreinigung unseres strahlenden Gewinnerpärchens übernehmen wir.